Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 244, mein zweiter Versuch, denn ich habe gerade schon ein Video gedreht und dann bemerkt, oh, da ist gar kein Ton drauf. Lag daran, dass mein toller Adapter das offensichtlich nicht richtig übertragen hat. Ich habe jetzt nur so ein Untergrundrauschen im ganzen Video, das ist natürlich nicht hochladbar, deshalb machen wir das jetzt nochmal. Und eigentlich wollte ich mich heute sehr, sehr kurz fassen, denn ich hatte bis gerade eben noch eine Pizza im Ofen, die ich jetzt zwischenzeitlich natürlich schon rausgenommen habe. Die ist jetzt im geöffneten Backofen und kühlt hoffentlich nicht so schnell ab, sodass ich auch nach dem Video noch eine warme Pizza habe. Ich versuche allerdings, den Rekord von 12 Minuten, den ich gerade aufgestellt habe, beizubehalten, weil schon aus mir gelingt. Wir wollen uns heute über zwei Sachen unterhalten. Das eine habe ich gerade vor so einer halben Stunde oder so in der Tagesschau gelesen, auf der Website der Tagesschau. Und ja, ich war fassungslos, anders kann ich das nicht bezeichnen. Denn die Überschrift lautet, AfD will Bundestagssitzung kippen und scheitert. So, hier könnte man sich jetzt fragen, okay, was haben sie denn diesmal gemacht? Was hat die böse AfD jetzt wieder für einen Antrag eingebracht? Wie wollten sie denn das Parlament jetzt wieder sabotieren? Bla bla bla. Nun, die Realität sieht ein wenig anders aus. Denn tatsächlich ist es so, dass der Bundestag gestern bis ungefähr 2 Uhr morgens getagt hat. Und um 1.30 Uhr waren um die 100 Abgeordnete anwesend. So, bei einem Parlament mit über 700 Mitgliedern braucht man eine Beschlussfähigkeit, wo eigentlich die Hälfte da sein müsste. Also um die 350 grob überschlagen und 350 größer als 100 ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Die AfD-Fraktion hat deshalb einen Hammelsprung beantragt. Wer das nicht kennt, das ist im Prinzip ein Zählverfahren, bei dem die Parlamentarier durch verschiedene Türen laufen und dabei gezählt werden, damit dann im Nachgang ganz klar ist, wie viele sind dann eigentlich anwesend. So stellt man normalerweise die Beschlussfähigkeit fest. Das hat unserer lieben Frau Roth als Bundestagsvizepräsidentin nicht ganz so gut gefallen, denn sie hat diesen Antrag abgelehnt. Also sie hat abgelehnt, die Beschlussfähigkeit festzustellen, mit der Begründung, dass das Gremium bzw. dass die Vorsitzenden des Bundestags ja einhellig der Ansicht wären, dass die Mechanismen zur Beschlussfähigkeitsfeststellung ordnungsgemäß angewandt wurden. Liebe Frau Roth, Sie wollen also wem genau verklickern, dass man 100 Abgeordnete als beschlussfähig ansieht? Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass das ein extrem undemokratisches Verhalten ist. Aber wenn wir noch mal kurz zu dem Artikel zurückkommen, der mal wieder so tendenziös geschrieben ist und eigentlich nur darauf abzielt, irgendwie der AfD zu unterstellen, sie würde da irgendwas sabotieren wollen. Von wegen, wie kann es sich die AfD-Fraktion erlauben, einen Hammelsprung zu beantragen, wo doch offensichtlich ist, dass nur 100 Leute da sind, und entgegen der Einschätzung der Vorsitzenden der Tagung, also Frau Roth und Konsorten, die ja nun einhellig der Ansicht sind, sie wären beschlussfähig. Also verdammt nochmal, Leute, hier geht es nicht um der Meinung sein oder nicht der Meinung sein, hier geht es um klare Zahlen, die sind in der Geschäftsordnung festgelegt und jeder Doofe kann nachzählen, dass da eben keine 300 so und so viele Leute da waren, sondern nur 100. Das ist nachweisbar nicht beschlussfähig. Mein Gott, wenn ihr euch nicht an die Ordnung haltet, dann hättet ihr sie gar nicht erst einführen müssen. Das ist doch einfach nur verlogen. Was soll denn die Scheiße? Und in einem demokratisch gewählten Parlament sollte man durchaus gewisse Leitlinien einhalten. Das setzt eben auch eine gewisse Anzahl an anwesenden Personen voraus, die dann auch zu nächtlicher Zeit über Gesetze, die 85 Millionen Leute betreffen, abstimmen. Es kann doch nicht sein, dass um 2 Uhr morgens irgendwie Gesetze durchgepeitscht werden mit einer Handvoll Leute. Man selber sieht sich als beschlussfähig an. Ja, wunderbar. Ohne überhaupt irgendeine Form der Legitimation zu haben, das geht doch so nicht. Also, ich weiß nicht, in China oder in Russland hätte ich das ja noch irgendwie verstanden, wenn das da passiert wäre, aber in einem Parlament auf Bundesebene, selbst auf Landesebene wäre das schon sehr grenzwertig. Wofür haben wir ein Parlament mit über 700 Leuten? Ich glaube, nach China sind wir das Größte auf der Welt, was auch so ein Humbug ist. China ist dezent größer als Deutschland, oder fast das Größte auf der Welt. Wenn es ausreicht, dass irgendwie nicht mal 100 Leute oder ganz knapp 100 Leute anwesend sind, um dann über Belange zu entscheiden, die euch alle betreffen. Wunderbar. Tolle Demokratie. Ganz ehrlich. Zu Recht hat sich die Bundestagsfraktion darüber aufgeregt und ich frage mich ehrlich gesagt, warum die AfD-Bundestagsfraktion die einzige Fraktion war, die dort vielleicht mal hinterfragt hat, hey Leute, so geht das doch nicht. Wo war die FDP? Von euch hätte ich das erwartet, ganz ehrlich. Wo war die CDU oder die CSU? Ihr hättet das auch mal mitteilen müssen. Von den Linken, den Roten und den Grünen erwarte ich ehrlich gesagt nicht viel. Da ist mir schon klar, dass denen das ganz recht ist, wenn es da mit möglichst wenig Aufmerksamkeit darum geht, die Gesetze durchzubringen.
Gibt es vielleicht weniger Protest und Kritik, wenn es keiner mitbekommt? Ich weiß es nicht. Offensichtlich ist das wohl auch gängige Praxis, dass zu später Stunde nach 16 Stunden, also die haben sich ja da aufgeopfert den ganzen Tag über, so klang der Artikel zumindest. Es war ein langer Tag im Bundestag, 16 Stunden wurde getagt und damit die längste Sitzung, bla bla bla. Da muss man den armen kleinen Parlamentariern doch zusprechen, dass sie vielleicht müde sind und keine Lust mehr haben, weiter zu tagen, sondern schlafen gehen. Müde sein und nach 16 Stunden K.O. sein, absolut geschenkt, keine Frage. Aber verdammt nochmal, dann stellt euch doch nicht als beschlussfähig dar, sondern vertagt den Punkt auf den nächsten Tag oder verlegt es in die parlamentarischen Ferien oder so, ihr habt doch Zeit. Ist jetzt auch nicht so, dass eine Bundestagssitzungswoche so lang wäre, dass man da nicht ja einen Punkt einfach verschieben könnte. Aber nein, das muss natürlich unter dem Radar um 2 Uhr morgens durchgepeitscht werden. Und wehe, es nimmt sich jemand das Recht herauf, zu hinterfragen, ob das Parlament überhaupt noch beschlussfähig ist. In Claudia Roths rot-rot-grüner Takatuka-Land-Welt ist es offensichtlich immer beschlussfähig, wenn eine liebe Frau Roth das so festlegt. Erinnert mich dezent an Diktaturen, aber ist nur meine Meinung, dürft ihr gern anders sehen. Wenn Frau Roth sagt, der Bundestag ist beschlussfähig, dann ist er das. Und Herr Schäuble bekräftigt das Ganze, denn man hat ja alle Maßnahmen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit korrekt angewandt. Der Artikel ist übrigens überhaupt nicht darauf eingegangen, dass es offensichtlich gängige Praxis ist, dass da bei Nacht mit einer Handvoll Parlamentarier irgendwelche Sachen durchgedrückt werden. Im Gegenteil, das wurde so im Nebensatz erwähnt, dass das ja nicht ungewöhnlich sei. Super. Wunderbar, wo bleibt der mediale Aufschrei, wenn das seit Jahren so passiert? Das hätte schon lange zerpflückt werden müssen auf allen Kanälen, nicht nur von den Öffentlich-Rechtlichen. Okay, hier noch kann man noch damit entschuldigend um die Ecke kommen von wegen, naja, die Hand, die einen füttert, die beißt man ja nicht, bla bla bla, ist genauso verlogen, aber ich kann es noch nachvollziehen. Aber zumindest die privaten Medien, die hätten sich darauf einschießen müssen, die hätten das hinterfragen müssen bis zum Gehtnichtmehr, das müsste morgen auf den Titelseiten stehen. Aber nein, die Artikel tragen die Aufschrift, AfD-Fraktion will Bundestagssitzung kippen. Geht's noch? Ist es einfach antidemokratisch, anders kann man das nicht nennen. Ich bezweifle, dass wir jemals einen deutschlandweiten Aufschrei erleben werden. Ich bezweifle auch, dass es da jemals entsprechend angemessene Berichterstattung dazu gibt. Es wird immer wieder darauf hinauslaufen, dass man den, der es sich doch tatsächlich gewagt hat, auf diesen Missstand hinzuweisen, an den Pranger stellt. Denn wir machen das doch seit vielen Jahren so. Wie könnt ihr euch denn erlauben, das irgendwie zu kritisieren? Das geht doch so nicht. Wir entscheiden, wo es lang geht in dem Land. Und wehe, ihr sagt nochmal, wenn wir Mist bauen, das geht so nicht. Wir sind der Meinung, wir sind beschlussfähig, dann sind wir das. Das erinnert mich total an dieses Märchen des Kaisers neue Kleider, kennt ihr das? Wo alle dem Kaiser einreden, er hätte die tollsten Kleider an und er läuft die ganze Zeit nackt. Und er weiß ganz genau, dass er nackt ist. Genauso kommt mir das vor. Man weiß ganz genau, dass man nicht beschlussfähig ist. Also das hat ein Blinder mit einem Krückstock gesehen. Das kann jeder selber nachzählen. Stoppt das Bild und zählt durch. Das sind keine 300 irgendwas. Das sind knappe 100. Aber man selber tut so, als wäre man beschlussfähig und die Leute sind blöd genug und glauben das. Also hier, tut mir leid, da habe ich gar kein Verständnis für. Wir haben aber noch eine zweite Nachricht, die wir besprechen sollten, denn unser lieber Arasbacho, ihr kennt ihn vielleicht, er ist ja ein Vorzeigebild für Integration oder so ein syrischer Flüchtling, der nach Deutschland gekommen ist, hier Karriere gemacht hat als Journalist. Vor einigen Wochen oder Monaten, sofern ich mich richtig erinnere, wegen sexueller Belästigung zu 80 Sozialstunden verurteilt wurde. Wahrer Musterknabe, tolles Beispiel. Da muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Der gute Herr braucht eine Auszeit. Er hat angekündigt, 1 bis 5 Tage frei nehmen zu wollen, um den Kopf frei zu kriegen und Urlaub zu machen. Wovon will er sich denn freinehmen? Was überfordert ihn denn seine 80 Sozialstunden? Ja, dann begrapscht halt keine Frau und dann musst du keine Sozialstunden ableisten. Das Gericht sah die Schuld wohl als erwiesen an. Da ging es wohl, ich weiß gar nicht, irgendwie Frauen aus seiner Klasse oder aus seinem Kurs, weiß ich gar nicht mehr, wie genau das war. Wenn ihr das wisst, gerne reinschreiben. Auf jeden Fall sah das Gericht die Schuld als erwiesen an. Der liebe Herr Baccio hat es natürlich vehement abgestritten. Ist ja klar, alles nichts von gewusst, nichts gemacht, bla bla bla. Komisch, wenn es in mehreren Fällen nachgewiesen wurde, vor Zeugen wohl auch, wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt. So, der gute Herr ist nun offensichtlich so überfordert mit seinen Sozialstunden oder mit was auch immer, was ihm da zu Kopfe gestiegen ist, dass er Urlaub braucht. Und er fährt nicht etwa zum Wandern in die Berge oder ans Meer, nein, er macht Urlaub in vielleicht Syrien, hat er gesagt. Ist ja schön. Das Land, in das angeblich niemand hin
zurückgebracht werden darf, weil es da so gefährlich ist, weil da überall Krieg sein soll, nach Ansicht diverser Grüner. Da macht ein lieber Herr Baccio bestgelaunt Urlaub. Ich glaube, nicht nur mir fällt eine gewisse Diskrepanz zwischen Berichterstattung von wegen zerstörte Landstriche, ganz, ganz gefährlich und Bürgerkrieg und bloß keinen dorthin lassen. Das geht doch so nicht. Das ist ja unmenschlich. Das ist ja, weiß ich, ihr wisst alle, wovon ich rede. Aber es ist offensichtlich sicher genug, damit ein lieber Herr Baccio da Urlaub machen kann. Ja, gut, da kann man sich seinen Teil zu denken. Bin gespannt, ob der liebe Herr Baccio Urlaubsfotos publiziert, denn da habe ich in diversen Facebook-Gruppen sehr spannende gesehen von fröhlich gelaunten Menschen am Strand, badend, vor einem I Love Aleppo-Schild, also so voll auf touristenmäßig gemacht, diese so Aufsteller da, mutmaßlich in Aleppo. Es scheint jetzt gar nicht mal so gefährlich da zu sein. Kommt natürlich auf die Region an, es gibt wohl immer noch regionale Auseinandersetzungen, das will ich gar nicht schönreden. Aber es ist offensichtlich gar nicht so abwegig, dass man Urlaub in Syrien macht, so als Syrer. Und es gibt übrigens auch geführte Touren für europäische Touristen. Ein Freund von mir, organisiert gerade einer dieser Touristentouren. Ich würde mega gern mit, aber viele Freunde haben mir ganz dringend davon abgeraten, weil angeblich versaut man sich damit wohl seinen Reisepass. Denn es ist wohl so, wenn man in Syrien eingereist ist, hat man dann massive Probleme nach Israel oder nach England zu kommen, und das will ich aktuell leider nicht riskieren, denn ich will unbedingt nach Israel, entweder dieses oder nächstes Jahr, das wird sich zeigen. Aber ich würde auch super gerne nach Syrien, einfach weil ich mir anschauen will, wie es denn nun wirklich da ist. Denn die Berichterstattung ist zu größten Teil Murks, also ich glaube, das ist jedem klar. Das, was man gerade in den Öffentlich-Rechtlichen sieht, das entspricht nicht unbedingt immer uneingeschränkt der Wahrheit, da ist das Wort. Die Touren sollen wohl auch sicher sein. Also der Bekannte von mir, der war schon in allen möglichen Ländern auf dieser Welt, jetzt zuletzt erst in Somalia, der hat sich zum Ziel gesetzt, die ganze Welt einmal zu bereisen, was ich sehr, sehr cool finde. Und hat auch mitgeteilt, dass sein Reiseveranstalter ihm wohl gesagt hat, dass es sicher ist, dass es da auch entsprechenden Schutz gibt während dieser Tour. Sie sind wohl 10 Tage insgesamt unterwegs, Libanon und Syrien, also ganz, ganz spannende Sache. Und das passt, wie gesagt, nicht ganz so gut zu dem Bild, was die Grünen immer zeichnen wollen. Gut, dass Herr Baccio jetzt noch wunderbar in die gleiche Richtung springt und sagt, er macht Erholungsurlaub, wahrscheinlich in Syrien. Ist auch irgendwie ein bisschen entlarvend. Also liebe Grüne, vielleicht solltet ihr da mal genauer hinschauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es in Syrien gar keine Auseinandersetzungen und gar keine kritischen Gebiete mehr gibt. Keinesfalls. Es gibt ja auch immer noch eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt. Es wird wohl jeder Staatsangehörige aufgefordert, das Land zu verlassen, wenn er sich dort aufhält. Also jeder deutsche Staatsangehörige, nee, natürlich nicht jeder syrische Staatsangehörige. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass offensichtlich immer mehr Leute in Syrien Urlaub machen, und sollte man die Einschätzung vielleicht auch nochmal überdenken, früher oder später. So, jetzt hole ich allerdings meine Pizza. Ich hoffe, sie ist noch warm. Ich habe es in 13 Minuten geschafft, eine Minute länger als beim ersten Versuch. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir sehen uns dann entweder morgen oder übermorgen wieder. Wahrscheinlich eher übermorgen, denn ich bin morgen bei einem Treffen vom Cheers Mate Club. Das heißt, ich bin in Dresden unterwegs. Ich weiß noch nicht genau, wann ich abends in der Unterkunft bin. Das kann sehr, sehr spät werden, denn es ist natürlich auch gemütliches Zusammensitzen geplant. Wir wollen ein Video für den neuen Kanal drehen. Mehr dazu dann, wenn es online ist. Ich habe ja schon den Teaser auf Facebook geteilt. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal vorbeischauen. Und ich bin dann erst Sonntagabend wieder in Berlin. Das heißt, eventuell kommt erst Sonntag wieder ein Video. Macht euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder. Bis dann.